Tiefe Verluste, Aktienkurs im freien Fall. Lange galt die Erotik-Ikone Beate Uhse als hoffnungsloser Fall, vom Strukturwandel in der Erotikbranche überrollt. Doch heute hat das Unternehmen erstaunlich gute Jahreszahlen vorgelegt. Geht da doch noch was? Finance TV fragt nach bei dem CFO des Unternehmens. Herzlich willkommen, Chris Flassblom, bei uns hier in Frankfurt. Ja, danke. Ich habe schon angedeutet, Sie haben positives EBIT, Sie haben positiven Cashflow, der Umsatz ist stabilisiert. Es scheint so, als ob Sie die Kurve noch gekriegt haben. Ist die Insolvenzgefahr bei der Beate Uhse jetzt tatsächlich gebannt? Ja, sicher. Beate Uhse AG kommt aus einer Restructuring. Die Prozess ist angefangen 2010. Mit die Restructuring 2012 und 2013 war mehr Stabilisierung. Und nun haben wir 2013 gut abgeschlossen. Und für 2014 muss die Wachstum wieder kommen. Sie haben ja tatsächlich einen riesen Strukturwandel erlebt in der Erotikbranche. Das ganze Filmgeschäft ist weggefallen. Ja. Sie haben auch Ihr Geschäft einmal komplett von unten nach oben gestülpt. Früher war Ihr Geschäftsmodell ja tatsächlich ein bisschen schmuddelig. Jetzt scheint das ganz anders zu sein, zumindest wenn man so Ihre Markensprache anschaut. Was hat sich getan bei Ihnen im Geschäftsmodell? Wir haben die ganze Geschäft umgestellt vom Katalog nach E-Commerce. Und auch unsere Produkte sind anders von Männern. Zum weiblichen Kunden. So, das ist eine riesige Änderung in die Geschäft. Wie viel Prozent Ihrer Kunden sind inzwischen weiblich? Inzwischen 89%. Nicht schlecht. Ja. Sie sind im vergangenen Herbst erst als CFO an Bord gegangen, als der Turnaround schon gut am Durchlaufen war. Ja. Sie haben sich jetzt wahrscheinlich schon ein ganz gutes Bild gemacht von dem Konzern. Was sind denn die größten Baustellen, die Sie jetzt noch abarbeiten müssen? Ich denke, die Zielgruppe nach den weiblichen Kunden, das ist eine wichtige. Wichtig ist auch die Hybris-Implementierung und das sind die wichtigen Bausteine für die Zukunft. Und auch die Marke Beate Uhse ist wieder fit gemacht, weil die Zielgruppe ändert ist. Auf dem Thema IT, Controlling Business Intelligence, sind Sie schon fertig mit der Restrukturierung? Ja. Das passt und unser heutiger Webshop ist basiert auf die Hybris Webplattform. Aber eine große Baustelle, die Sie haben, die Sie noch nicht erwähnt haben, ist das Thema Finanzierung. Sie haben 2010 die Covenants gerissen. Seitdem hat die Bank, die Ihnen großen syndizierten Kredit gegeben hat, die ING ein tägliches Kündigungsrecht. Das ist eine sehr prekäre Situation. Wahrscheinlich für Sie als CFO ein Zustand, den Sie gerne ändern würden, oder? Ja, natürlich. Also, wir sind beschäftigt mit um eine neue Finanzierung zu bekommen. So, wir prüfen die Möglichkeit mit die anderen Bankpartners. Aber die Situation mit ING is het oké. We hebben jede kwartaal een meeting met de ING en dat loopt. Want als geschäft positief is, wil dat niet anderen. Dan hebben we die tijd van de ING om een nieuwe financiering te bekommen. Also geen aanlas voor actionaire die zorgen te maken? Nee, absoluut niet. Dat wil het niet veranderen. Dat is niet veranderd de laatste twee jaren. Dat wil ook niet veranderen de komende 12 maanden. Refinanzierung ist ja immer die Frage, geht man in den Bankenmarkt, geht man in den Kapitalmarkt? Markenartikel haben es im Moment im Mittelstandsanleihenbereich trotz der schwierigen Lage des Marktes immer noch ganz leicht. Das heißt, der Kapitalmarkt stünde Ihnen ja theoretisch auch offen. Denken Sie bei der Refinanzierung eher an Kapitalmarkt oder eher an Banken? Wir sind angefangen mit den Banken, um die Möglichkeiten zu prüfen, um eine Neufinanzierung zu bekommen. Aber wann? Natürlich für die Firmen ist auch die Kapitalmarkt eine Lösung. Aber wahrscheinlich in naher Zukunft wird da was passieren. Ja. Erst, ich denke, dass wir müssen eine neue Bankfinanzierung nachstreifen. Und wir sind die Möglichkeiten prüfen. Wir prüfen die Möglichkeiten. Sie haben gesagt, Wachstum ist jetzt auf der Agenda für 2014. Das wäre das erste Wachstumsjahr seit langem bei Beate Uhse. Jetzt ist natürlich immer die Frage bei Wachstum, wenn man mit einer ausgezehrten Bilanz aus einer Restrukturierung kommt, kann man dieses Wachstum überhaupt finanzieren, bewältigen? Wie ist das bei Beate Uhse? Na, ich denke, für die Wachstum brauchen wir eine Neufinanzierung. Wir wollen Wachstum machen in die Kernmärkten, so in Deutschland, in Frankreich und in die Niederlande und danach nach die anderen europäischen Märkten. Aber da brauchen wir eine Neufinanzierung, weil wir dann mehr Geld brauchen für Working Capital und so weiter. Sie haben jetzt ungefähr einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Wenn Sie jetzt an Wachstum denken, was für Kategorien können wir uns da vorstellen? Sehr langsames Wachstum oder kann es da schon durchaus dynamisch zugehen und recht schnell in Richtung 200 gehen? Nein, ich denke für die kommenden 12 Monate, 12 bis 24 Monate sind das kleinere Schritte. So,
So we hebben een corridor voor 2014, dat is tussen 145 en 150. So van 2014 naar 2013 zijn het kleinere schritten. En wanneer dat geschäft als beter loopt, dan kunnen we grotere schritten maken. Maar die eerste 24 maanden. Kleine Schritte. Das ist ja schon mal was. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen für Sie mitgebracht von Finance TV mit der Bitte um die kurze Antwort. Zunächst die Frage, die schließt daran an, benötigt Beate Uhse noch eine Kapitalerhöhung, um die nächsten Wachstumsschritte umsetzen zu können? Nein. Zweite Frage, überlegen Sie sich mittelfristig aus dem Entertainment-Geschäft auszusteigen und sich ganz auf den Handel und E-Commerce zu konzentrieren? Nein. Und die letzte Frage, eine Entweder-Oder-Frage, werden Sie bei Ihrer künftigen Fremdfinanzierung eher auf die Banken oder eher auf den Kapitalmarkt setzen? Ich denke erst auf die Banken und dann die Kapitalmärkte. Dann wünschen wir alles Gute bei der Abarbeitung der To-Do-Liste. Das hört sich ganz gut an. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns ganz frisch von Ihren Zahlen und Ihren Projekten berichtet haben. Wir danken Ihnen auch fürs Zuschauen, hoffen, es hat Ihnen gefallen und schauen Sie am Mittwoch wieder rein bei Finance TV. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.